Hallihallo, ihr Lieben, hier ist die Abby. Ja, wir machen heute mit der Story Quest weiter. Ich bin super gespannt, wie das Ganze hier weitergeht, denn wir waren in der letzten Folge in Pandoria und haben diesen, ja, Kristalldingens, keine Ahnung, wie das nochmal hieß, ja, gesucht. Und ja, ich habe mich da so ein bisschen verirrt. Und ja, jetzt sollen wir hier irgendwie zum Schmied und aber vorher müssen wir nochmal mit dem Evergrey sprechen, der da unten schon auf uns wartet. Deswegen, ich würde sagen, wir lassen ihn nicht zu lange warten und starten mit der Story Quest. So, okay, ihr Lieben, ja, ich habe jetzt den Soul Dancer hier mit dabei und ich würde sagen, wir sprechen einfach mal mit dem Evergrey. Da bist du ja, Abigail. Ich habe mit meinem Freund gesprochen. Los, gehen wir mit dem Pandorium in die Kammer des Steinmetz. Mein Freund trifft uns dort. Du warst doch schon mal da, oder? Dann weißt du ja, dass sie sich im Tal des verborgenen Dinosauriers befindet. Mal sehen, ob wir diesen Magnus auf seinem Schlaf erwecken können. So, okay, jetzt bin ich aber gespannt. Okay, Ziel G. Ja, zur Kammer des Steinmetz im Tal des verborgenen Dinosaurier. Wartet mal, da muss ich jetzt. Ach so, ich kann ja mit dem Araber sogar dahin, weil wir ja den Araber, also der ist ja kältebeständig. So, okay, da würde ich sagen, dann gehen wir mal nach Wildale. So, okay, wir sind jetzt hier in Wildale und ich bin jetzt auf dem Weg hier ins Dinotal. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt hier so richtig ist, beziehungsweise ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo das nochmal war. Aber ich würde sagen, wir werden das gleich sehen. Ich werde mich jetzt erstmal hier rein begeben und ja, dann schauen wir mal weiter. So, okay, also ich bin jetzt erstmal hier, ja, auf dem Weg. Und mir fällt gerade ein, dass ich ja hier unten auch noch diese, ja, keine Ahnung, ob man das als Quest bezeichnen kann. Ja, hier unten habe ich eben auch noch diese Quest, ja, die man ja hier bei ihm machen kann und bei ihr machen kann, bei Nick Stoneground. Aber ja, gut, okay. Ich habe gerade auch keine so wirkliche Ahnung, wo ich hier lang muss. Ich weiß es nicht mehr. Musste ich noch mal darunter? Ich glaube schon. Einen anderen Weg gibt es, glaube ich, nicht. Ne? Ja, also, oh, ich weiß nicht, ob ich hier so runterkomme einfach oder ob ich dann. Oh, okay, super. Es hat sogar geklappt. Ich würde sagen, der Punkt ist da. Deswegen würde ich sagen, reiten wir einfach mal. Ich würde sagen, hier lang. Reiten wir einfach mal Richtung Punkt entgegen. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung mehr, wo das nochmal war. Das ist schon so lange her jetzt mittlerweile. Obwohl die Questfolgen halt, naja, die kommen halt in kürzeren Abständen vermutlich gerade. Ich weiß es ja jetzt auch nicht so genau. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Okay, da muss ich wohl da hinten lang. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das hier drin lassen sollte oder ob ich das hier weg rausschneide. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, ich reite einfach jetzt mal hier kreuz und quer und hoffe, dass ich irgendwo ankomme. So, okay, also ich dachte mir, ich mache vielleicht doch mal so ein bisschen, ja, ein paar Sachen mit rein, dass vielleicht, ja, falls ich jetzt richtig bin, auch andere das sehen können, wenn sie nicht weiterkommen oder so. Ja, jedenfalls ist jetzt hier diese Brücke. Also ich bin jetzt da, ihr habt ja gesehen, wo ich gerade lang bin und bin dann einfach den Weg lang. Und ich sag's euch, ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin, ob das, vielleicht ist das hier auch komplett verkehrt. Ich glaube, ich bin komplett falsch, weil ich reite ja jetzt Richtung Transporter. Aber ich muss doch eigentlich in diese Richtung hier. Oh, ihr Lieben, das fängt schon wieder richtig gut an hier. Oh, ich hasse das echt. Ich hasse das. Ich weiß auch nicht, kann ich mir denn den Punkt da markieren? Das sieht man halt leider auch nicht. Ach Mist, ich weiß nicht, ob ich da jemals ankommen werde jetzt. Ich suche mal und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. So, okay, ihr Lieben. Also ich bin jetzt ja wieder dort bei dem Wald lang und bin dann nicht dort links, weil ich war ja da irgendwie so links lang. Ah nee, hier geht's. Was ist denn das hier? Hier geht's ja auch nicht weiter. Hier ist gesperrt.
Ich bin hier auch schon wieder falsch. Oh, ihr Lieben, ich muss da hoch. Ihr seht den Strahl. Oh, wie komme ich denn jetzt nochmal da lang? Oh, ich bin mir sicher, dass ich hier eigentlich richtig bin, aber irgendwie ist es nicht ganz richtig. ja, jetzt muss ich mal schauen. Also irgendwie ist das jetzt so ein bisschen. Ihr seht's, ich bin irgendwie gerade so ein bisschen, ja, verwirrt. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier lang muss. Ach Mensch, ich habe auch keine Ahnung, ob wir hier jemals ankommen werden. Ja, mal sehen. Ich suche einfach weiter, ja. So, okay, nächster Versuch. Ich bin jetzt einfach dort runtergestürzt hier in den Wald und reite jetzt einfach mal hier quer durch. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier rauskomme, ob das überhaupt richtig ist. Aber scheinbar kommen wir ja doch dem Punkt immer näher. Ja, ich glaube, wir sind richtig, oder? Aber ich habe das Gefühl, wir müssen bestimmt da, oder? Wartet mal, ich glaube. Oder? Ich habe das Gefühl, wir müssen da hoch, oder? Keine Ahnung. Boah, ich hoffe, dass wir jetzt hier richtig sind. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Oh, boing, da bin ich jetzt an den Baum geknallt. Okay, hier sind wir schon mal. Okay, da vorne leuchtet was. Ich glaube, hier sind wir richtig, ja. Oh, ich hasse das. Ich hasse das wirklich. Das Gesuche und wir sind richtig. Oh, Gott sei Dank. Oh, ich hab's geschafft. Ich glaub's nicht. Oh, das hat jetzt schon eine Weile gedauert. Ja, auf jeden Fall haben wir es geschafft. So, ich glaube, wartet mal, ich mache mit den Punkten mal wieder weg. Ich glaube, wir müssen da rein. Da steigen wir doch mal ab. So, okay, jetzt sind wir hier drin gelandet. Jetzt möchte ich mal schauen. Ja, genau. Okay, super, wir sind richtig. So, da sprechen wir doch mal hier mit ihm. Magnus Steiner. Okay. Ist das Pandorium? Natürlich. Das haben wir ja auch selber gesammelt. Genau, Pandorium hieß das. Der Name ist mir irgendwie entfallen am Anfang, ja. Okay, was führt dich mit solch einem seltenen Geschenk zur Kammer, Abigail? Okay, Magnus Steiner, wie ich lebe und atme, wenigstens einer von uns. Hust, du bist keinen Tag älter geworden. Dasselbe kann ich von dir nicht behaupten, Verstoßener. Du siehst furchtbar aus. Ach Mensch. Okay, was führt dich zur Kammer des Steinmetz, grauer Pilger? Wir müssen einen neuen Portalstein schmieden. Du hast es mir beigebracht, aber mein Körper ist dieser Aufgabe nicht mehr gewachsen. Ich dachte, du könntest es jemand anderem beibringen. Diesem Mädchen? Es stimmt, irgendetwas an ihr ist besonders. Das habe ich schon beim letzten Mal gespürt. Aber selbst jemand wie sie lernt das Runenschmieden nicht über Nacht. Es dauert Jahre, auch nur die einfachsten Portalsteine zu schmieden. Aber einen nach Pandoria, das würde ein Jahrzehnt Erfahrung in der Druidenschmiedekunst voraussetzen. Oh je. Okay, ein Jahrzehnt Erfahrung? Pah, wie wär's mit einem Leben? Oh Gott. Okay, jetzt weißt du, warum ich in Moorland Halt machen wollte. Ach, hier ist ja der Steinmetz jetzt. Magnus Steiner, du bist für alle Schmiede und Steinmetze eine Legende. Ich bin natürlich nicht würdig, aber es wäre mir eine Ehre, von dir zu lernen. Oha, Konrad. Du siehst vielversprechend aus, aber sag mir, was hältst du von Meißeln? Mein Lieblingswerkzeug. Nach dem Hammer natürlich. Ein Meißel ohne Hammer ist nur ein spitzer Stock. Stimmt, wenn du nur Menhir meißelst. Du musst noch viel lernen, Hammermeister. Reden wir mal über Klopfhölzer. Für solch ein Juwel funktioniert Buchenholz meiner Meinung nach am besten. Und jetzt üben wir unsere Hammerschläge. Nein, nein, etwas sanfter. Das ist Kristall, kein Eisen. Nochmal. Ach, ich finde das irgendwie süß. So, okay. Sieht aus, als hätten die beiden eine Menge zu bereden. Treffen wir uns draußen bei deinem Pferd. Die kalte Luft tut meinen Lungen sicherlich gut. Oh, ich liebe auch kalte Luft. Okay, Evergrey eilt zum Ausgang. Du solltest ihn draußen treffen. So, gut, dann jetzt finde ich nicht mal den Ausgang. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Okay, hier. Gut, ich würde sagen, da gehen wir auch mal raus, ne?
So, okay, dann sprechen wir wieder mit dem Evergrey. Okay, alles läuft wie geschmiert. Mein Bruder gibt uns Bescheid, wenn der Portalstein fertig ist. Oh, was passiert denn jetzt? Oh nein! Oh nee, da ist schon wieder so ein Spion. Oh nein. Oh Mann, was passiert denn? Sir, das Mädchen und der Verbande fertigen einen neuen Portalstein an. Lassen Sie mich dorthin gehen, Sir. Ich sorge dafür, dass der Schmied den Portalstein nicht vollenden kann. Nein, dieser Ort wird von starken Runen geschützt. Du könntest ihn nicht betreten. Behalte die Angelegenheiten weiter im Auge, aber tu nichts. Noch nichts. Oh je. So, okay. Was sprechen wir mit den Evergrey? Psst, hast du das gehört? Na, ich habe sehr viel gehört. Sie reite mit Evergrey zum geheimen Steinkreis. Okay, Darkor Drohnen, wir werden beobachtet. Sei vorsichtig, was du sagst, Abigail. Schnell zum geheimen Steinkreis, dorthin kann man uns nicht folgen. Aha, warum denn nicht? Gut, jetzt ist es natürlich die große Kunst, hier wieder herauszufinden. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen. Was ist das denn? Warum ist denn das jetzt dort? Ach so, das ist der geheime Stein. Ach. Alles klar, das ist dann im geheimen Steinkreis drinnen scheinbar. Gut, wir müssen jetzt zurück nach Weldale. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns gleich in Weldale. So, okay, ich bin jetzt schon mal hier in den geheimen Steinkreis reingeritten, damit es schneller geht. Und ja, machen wir mal hier weiter. Okay, du kommst gerade richtig, Abigail. Linda hat einen Durchbruch erzielt. Oh je, Meteor, bist du das? Schnaub. Sag mir nicht, dass du immer noch böse wegen dieser Sache mit der Mondfinsternis bist. Ach Gott. Okay, die Bewahrer mögen dein Exil ja aufgehoben haben, aber ich rede trotzdem nicht mit dir. Oh Gott. Ach ja, nicht einmal für einen glasierten Apfel. Drei Ausrufezeichen. Okay, ich habe ihn auf der Fähre nach Süden besorgt. Du denkst doch nicht, dass ich dein Lieblingslecker lief. Lecker, was? Du denkst doch nicht, dass ich deine Lieblingsleckerei vergessen habe. Ich sage nicht, dass alles vergeben und vergessen ist, aber jam, 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 alles ist vergeben. Okay, da spricht mein liebster Schleckermaulhengst. Stellt euch mal vor, man kann die Pferde so nennen: Schleckermaulhengst. Schleckermaulhengst, ich glaub's nicht. Ah, schön, okay. Der geheime Steinkreis, ich dachte, ich würde ihn nie wieder betreten. Ach, schön, ich finde das so cool. Okay, wo sind die anderen? In Fripps Privatgemächern? Selbst als Hauptarchivar durfte ich noch nicht dort hinunter. Welch unerwartete Überraschung. Na los. Sehen wir mal, was die So-Reiter gefunden haben. Schleckermaulhengst. Ah, schön. Okay, was soll ich denn jetzt machen? Ach so, wir sollen jetzt. Ach so, wir sollen da rein. Ach nee, das ging ja nur mit ohne Pferd, ne? So. Schleckermaulhengst. Schön. Okay, sprechen wir mit der Linda. Okay, eure Mission war ein Erfolg. Sehr schön. Wir hatten auch einen Durchbruch. Aha. Ich glaube, ich habe eine Möglichkeit gefunden, Concorde aufzuspüren. Oh, ich bin ja mal gespannt, eh. Okay, was wir wissen, was? Oh, also nochmal. Was wissen wir über Concordes letzten Aufenthaltsort? Er ist in Frankreich beim Dressurwettbewerb verschwunden zur selben Zeit wie Anne. Und wer war für ihre Entführung verantwortlich? Die Nachtreiter. Sie haben das für Herrn Sens erledigt. Oh, mein Hund. Wenn wir also herausfinden wollen, wo Concorde ist, wen würdet ihr fragen? Einen Nachtreiter? Wir spazieren also einfach zum Hauptquartier von Darkor und bitten sie, uns zu sagen, wo sie Concorde untergebracht haben. Das ist ja schlechter als mein Plan. Warum sollten sie uns die Wahrheit sagen? Ich habe etwas im Pandoria-Kodex gefunden, eine Art formelles Duell in Form eines Rennens. Derjenige, der die Herausforderung ausspricht, kann jeden
Preis nennen, den der andere zu geben in der Lage ist. Wir werden eine Nachtreiter gemäß dem Kodex von Pandoria herausfordern und als Preis verlangen, zu erfahren, wo wir Concorde finden. Aber wo bekommen wir einen Nachtreiter her, um ihn herauszufordern? Falls ich mich einmischen darf, hust, hust. Dagur verfolgt unsere Bewegungen mit Drohnen. Wir können davon ausgehen, dass sie alles hören, was wir sagen, wenn wir draußen sind. Vielleicht können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Genau diese Idee hatte ich nämlich tatsächlich auch vor uns gerade. Da habe ich mir auch so gedacht, da können sie ja irgendwie was anderes sagen. Ja. Mir gefällt übrigens sie sehr gut hier, Lisa. Okay, mir gefallen deine Ideen, alter Mann. Na gut, ab jetzt übernehme ich, Linda. Also so stellen wir es an. Weiß jeder, was zu tun ist? Gut. Komm schon, Abigail, du kommst mit mir. Gehen wir nach oben. Triff Lisa draußen im geheimen Steinkreis. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal hier raus. Ich weiß jetzt nicht, ob nochmal ein Tagesblogger oder so kommt. Das ist halt immer das Problem, dass ich das nicht so genau weiß. Gut, sprechen wir mal mit der Lisa. Ein guter Plan, oder? Ein gerissener Plan ist abgeschlossen. Na gut, okay, da würde ich sagen, beenden wir die Folge erstmal an der Stelle. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann ja, in der nächsten Folge wieder. Ich bin super gespannt, wie das Ganze jetzt hier weitergeht. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ja, bis bald, ihr Lieben.